Hallo und herzlich willkommen hier bei meinem neuen kleinen Video. Heute wieder ein kleiner Tipp zu Pokémon Go. Und zwar zur richtigen Evoli-Entwicklung, wie man Evoli richtig entwickelt, wie man es bestimmen kann, welches Pokémon rauskommt aus Evoli, also sprich, ob es Arcanine, Blitzer oder Flamara halt wird. Ja, ich bin in den letzten Tagen nicht ganz so aktiv gewesen, auch hier auf YouTube. Bei uns hat halt die Ernte angefangen und deswegen ist gerade ein bisschen schlecht mit allem Machen. Die Zeit ist mir, dafür kommen demnächst definitiv mehr und neue Videos. Und oh, bei uns hat sich ein Ei entwickelt, ein 10 Kilometer Ei, und was kommt da raus? Und es ist natürlich Evoli, der Zonk im 10 Kilometer Ei. Es gibt nur einen Zonk. Aber naja, wir wollen mal versuchen, gleich das Beste draus zu machen, indem wir es nämlich umbenennen. Wir nehmen uns das Pokémon. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Da haben wir es. Evoli, und nennen es um. Wir nennen es jetzt Sparky. Sparky wird zu Blitzer. Ganz einfach. So wie auch aus dem Anime. Ich weiß nicht, welche Folge das war, keine Ahnung. Da war Sparky der Trainer von Blitzer. Und Pyro war halt der Trainer von Flamara. Und Rainer von Arcanine. Und jetzt sehen wir die Entwicklung. Schöne Animation, so wie immer. Schön gewohnt, wie immer. Geil gemacht. Und es ist natürlich das, na, Blitzer. Blitzer ist, muss man dazu sagen, die schwächste Entwicklung, also da steigen die WP am geringsten von Evoli im Endeffekt auf die Fortentwicklung. Und Arcanine ist im Endeffekt die stärkste Entwicklung. Also mit Arcanine kann man sich am stärksten entwickeln und am schnellsten. So, wenn wir jetzt hier fertig sind, hier können wir dann nochmal den Namen wieder umändern. Wir gehen ganz einfach rein und löschen ganz einfach alles wieder raus. Das sollte kein Problem sein. So, und jetzt heißt es wieder Evoli, und jetzt habe ich mich verwischt. Naja. Kommen wir nun zum nächsten Evoli. Ich habe da mehrere, ich habe auch mehrere gefarmt, und immer dann, wenn man natürlich eins möchte oder nur noch eins braucht, dann findet man natürlich keins. Wir gehen wieder rein in das Evoli. Rein in das Evoli, das hört sich auch ein bisschen scheiße an. Wir gehen natürlich wieder auf das Evoli. Das hört sich auch scheiße an, auf das Evoli drauf. Naja, wir benennen es halt um. Und geben diesmal Rainer ein. Und wie wir sehen, wie wir gleich sehen werden, wird es natürlich ein Arcanine. So wie ich es sagte. Leider habe ich jetzt keine weiteren Evolis gefarmt, weil ja, irgendwie habe ich immer Pech mit Evoli kriegen. Um das Pyro, ich habe das Flamara schon, aber habe leider vergessen aufzunehmen, wo ich das gemacht habe. Das war natürlich von mir äußerst clever. Ich weiß, aber ja, was soll ich machen? Ist leider so. Ist so. Auf jeden Fall hier auch wieder den Namen, wieder können wir zurückändern. Und ich sage mal, das war das kleine Video, wie wir gesehen haben. Auch im 10 Kilometer Ei ist eine Verarschung drin. Das nennt sich Evoli. Aber außer Verarschung kann man noch was verhältnismäßig Gutes machen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Und ich sage, bis die Tage.